Flughafen Hannover. Familie Bornemann fliegt heute in die Karibik. Eigentlich sind sie nur zu viert. Doch zwei Krankenschwestern und jede Menge Übergepäck fliegen mit. Vor allem medizinisches Material und Kontrollgeräte. Denn die achtjährige Eva braucht eine 24-Stunden-Überwachung. Sie darf niemals unkontrolliert einschlafen. Denn dann würde sie ersticken. Geh mal rein. Kriegst du das hin? Es ist immer ziemlich schwierig, wirklich alles mitzuhaben. Jedes Kabel muss dabei sein, jedes Ersatzteil, was wir brauchen, jedes Zusatzgerät, was wir brauchen, alles muss da sein. Das setzt einen ziemlich unter Stress. Da ist eigentlich egal, was man an eigenen Sachen mitnimmt, sondern Hauptsache alles Medizinisches dabei. Eva hat das Undine-Syndrom. Sobald sie einschläft oder das Bewusstsein verliert, hört ihr Körper auf zu atmen. Dann muss sie sofort an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Eva freut sich riesig auf Curaçao. Denn für sie ist es eine ganz besondere Urlaubsreise. Also, es geht nach Curaçao und da mache ich Delfintherapie. Was heißt das? Dass ich mit den Delfinen schwimme. Für Eva ist die Reise zur Delfintherapie nicht die erste. Sie war schon mehrmals auf Curaçao. Jedes Mal ermöglicht durch Spenden, die ihre Eltern gesammelt haben. Auch diesmal erhoffen sie sich einen Entwicklungsschub für ihre Tochter. Und ein wenig Erholung für die ganze Familie. Denn bei ihnen dreht sich alles immer nur um Eva. Wie auch heute wieder im Flugzeug. Die Geräte sind immer alle im Fußraum verteilt, vor Eva, vor dem Erwachsenen, der daneben sitzt, die Beatmung, die O2-Messungen. Fast den ganzen Flug über ist Eva wach. 2 Stunden vor der Landung wird sie dann doch müde. Schnell werden die Geräte angeschlossen, doch es gibt Probleme. Beatmung. Gerade sitzt das Pulsoxid noch nicht richtig und die Übertragungsrate ist nicht gut, sodass wir nicht sehen können, wie Evas Sauerstoffsättigung ist. Leg mal die Hand hier drauf, Eva. Und je nachdem, wie die dann ist, müssen wir die Beatmung verändern oder Evas Lage verändern oder die Maske verändern oder ganz unterschiedlich. Das ist ein Programm, was immer unterschwellig mitläuft. Und jeder Sekunde bin ich dazu in der Lage, die Maske zu nehmen, aufzusetzen, die Beatmungsmaschine einzustellen und alles zu starten. Am 12. September 2013 kommt Eva in der Medizinischen Hochschule Hannover zur Welt. Und das ist ihr großes Glück. Denn dort arbeiten Ärzte, die auf Atemwegsstörungen spezialisiert sind. Ihnen ist sofort klar, das kleine Mädchen hat CCHS, das sogenannte Undine-Syndrom. Wir haben das bei Eva direkt nach der Geburt gemerkt. Sie war zwar reif geboren, hat aber eigentlich wie ein Frühgeborenes zu wenig geatmet, sodass sie eine Atemhilfe brauchte. Also wenn man sie nicht unterstützt hätte mit der Maschine nach der Geburt, dann wäre sie gestorben. Ich habe Eva überhaupt nicht gesehen, als Eva auf die Welt kam. Sie wurde aus meinem Bauch, es war ein Kaiserschnitt, sie wurde rausgenommen und sofort, weil sie sofort nicht atmete, den Ärzten übergeben und auch sofort dann mit einer Beatmung versorgt. Über einen Schlauch bekommt der Säugling Sauerstoff. Doch das ist keine Dauerlösung. Als Eva 4 Wochen alt ist, schneiden die Ärzte ein Loch in ihre Luftröhre, um das Beatmungsgerät anzuschließen. Als Eva aus dem OP kam, habe ich das erste Mal ihr Gesicht sehen können. Ihr Gesicht ohne Schläuche, alles war frei. Aber am Hals, die Kanüle mit dem Band, mit dem Verband drumherum. Schwer, schwere Momente, ja. 2019. Besuch in der Kinderklinik bei der Ärztin, die Eva das Leben gerettet hat. Geht's dir gut? Das sieht man. Die Erkrankung geht nicht weg. Es ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Und diesen Gendefekt kann man noch nicht heilen. Die behält der Mensch sein Leben lang. Das heißt, er muss immer, wenn er einschläft, beatmet werden. Ob er 5 Jahre, 10 Jahre oder 30 Jahre alt ist. Okay. Eines von 200.000 Kindern kommt im Durchschnitt mit CCHS zur Welt. Im Moment sind die ältesten Patienten um die 40 Jahre alt. Wenn Eva alles richtig macht, hat sie aber eine höhere Lebenserwartung. Eva wird in eine normale Schule gehen können. Und ich bewundere ihre Mutter, wie die das mit diesem Mädchen gemacht hat. Evas Mutter kann niemals abschalten. Ihre Tochter darf keine Sekunde aus den Augen gelassen werden. Nachts übernimmt das eine Krankenschwester. Das Kinderzimmer gleicht einer kleinen Intensivstation.
Der Beatmungszugang im Hals muss wegen des erhöhten Infektionsrisikos mehrmals täglich gereinigt werden. Und er behindert beim Sprechen. Die erste Zeit konnte sie gar keine Geräusche machen und man konnte nichts hören. Das war das Schlimmste erstmal für uns, dass wir nicht mehr Eva hören konnten, wenn sie geweint hat oder so. Und warum ging das nicht? Weil die Luft aus der Kanüle entweicht und die Stimmbänder darüber sind. Und die Luft kommt nicht mehr zu den Stimmbändern und kann keine Geräusche mehr bilden. Und heute ist Eva mit ihren Eltern. Im September 2019 besucht uns Eva zusammen mit ihren Eltern im Stern-TV-Studio. Es gibt gute Neuigkeiten. Eva, habe ich das richtig gesehen? Du bist jetzt ohne diese Kanüle am Hals zu uns gekommen, ne? Ja. Wo ist denn die hin? Weg. Weg. Eva wird jetzt über eine Maske beatmet. Das heißt, die muss sie nachts tragen. Die ganze Nacht schläft sie mit der Maske. Genau wie auch jetzt auf dem Flug nach Curaçao. Der kleine Zwischenfall von eben ist vergessen. Die Überwachungsgeräte funktionieren wieder einwandfrei. Und Eva verschläft sogar die Landung. Curaçao ist eine Insel der Niederländischen Antillen. Seit 2010 ist sie selbstständig, aber immer noch ein Teil des Königreichs Niederlande. Hier wird sogar noch mit Gulden bezahlt. Die Delfinakademie liegt direkt am Meer und ist nur 2 Minuten vom Apartment der Familie Bornemann entfernt. Eva freut sich schon. Also, es ist einfach, weil die sehr viele dann nett sind und schöne Tiere einfach sind. Und dann geht es endlich zu den Delfinen. Eva! Hallo, und die Esther! Schön, dass ihr wieder hier seid. In der vollen Besetzung, wie schön. Eva, wie geht's dir? Gut. Gut. Und du freust dich? Ja. Schön. Ich freue mich nämlich auch total. In der Delfinakademie wird nicht nur mit Delfinen geschwommen. Die Therapie umfasst Logopädie, Ergotherapie, Krankengymnastik und auch ein Geschwisterprogramm. Das ist wichtig, denn die Geschwister von kranken Kindern leiden oft sehr darunter, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Nach einer halben Stunde Logopädie geht es endlich zu den Delfinen. Die Mini-Intensivstation ist immer dabei. Und guck mal, ob die Jungs schon hier sind. Ja, da ist schon mein Delfin. Hallo, Sammy. Ha? Guck mal, die Eva ist wieder hier. Da freust du dich, oder? Ja. Hallo, Kanoa. Oh, ich glaube, der freut sich ja fast noch mehr als Sammy. Ha? Ja, bei ihr sind natürlich auch logopädische Themen im Fokus. Aber wir arbeiten auch an Lebensfreude. Das ist ganz oft ein großes Thema. An Körperwahrnehmung, an Selbstvertrauen, und dafür ist die Arbeit mit dem Delfin natürlich eine ganz tolle Variante. Und dann geht sie los, die Delfintherapie. 2 Wochen lang wird Eva jeden Tag mit 2 Delfinen unterschiedliche Übungen machen, angeleitet von den Trainerinnen am Ufer. Immer im Wasser mit dabei, Therapeutin Christine. Also wenn ich hier sitze, sehe ich einfach nur, was passiert, und freue mich darüber und bin einfach nur glücklich und zufrieden und ganz viele Sachen, die mir dann durch den Kopf gehen, so Situationen aus Operationen, wenn man sie am OP abgibt und so sehr traurig ist und Eva das immer alles erträgt und das hier so ein bisschen für uns und mein Herz die Wiedergutmachung ist. Das ist so für mich ganz wichtig, dass Eva trotz ihrer dauerhaften Erkrankung einfach eine gute Zeit hat. Und ich glaube, ein großer Teil macht auch aus, dass
Eva, die immer von Erwachsenen umgeben ist, deren Leben immer von jemandem bestimmt wird, dass sie hier bestimmen kann. Und zwar über ein Tier, was 2,60 Meter lang ist und was riesig ist. Und sie als kleine Person darf darüber bestimmen, was passiert jetzt. Was möchte ich jetzt von dir, dass du machst? Nicht, wie ihr Leben immer ist. Wir wollen von dir, dass du das jetzt machst, sondern jetzt bin ich dran. Ja. Und winkeln. Hallo. Da kommt er. Auch mal erzählen, was du unter Wasser gesehen hast? Nur du? Fische? Was haben denn die Delfine nur für dich gemacht? Die Delfintherapie soll nicht nur Eva in ihrer Entwicklung helfen. Ihre ganze Familie braucht dringend diese Auszeit. Was das wirklich Gute daran ist, ist, dass wir so weit weg sind von zu Hause. Und das ist auch das, was für mich eine ganz große Rolle spielt. Diese große Entfernung, diese große Distanz. Ich weiß, die Krankenkasse ruft nicht an. Es gibt keine Briefe von der Krankenkasse. Das ist wirklich ein großes Thema für uns. Ein ziemlich kräftezehrender Punkt in unserem Leben. Briefe und Telefonate mit der Krankenkasse. Und während Landolf Bornemann heute auf Eva aufpasst, hat Mutter Andrea endlich auch mal Zeit für ihre große Tochter Esther. Die beiden machen eine Tour über die Insel. Oh, Flamingos. Flamingos. Viele. Ja. Manchmal sind ja nur wenige hier, aber jetzt gerade sind es viele. Das Leben für Esther ist natürlich mit Geschwisterkindern ganz anderes als für vermeintlich normale Geschwister. Unser ganzes Leben ist anders. Unsere ganze Struktur zu Hause mit Krankenschwestern, die immer da sind, mit medizinischen Geräten, die immer laufen. Esther hat das ja von klein auf mitbekommen. Esther war 6, als Eva geboren ist. Und da hat gerade so Grundschule angefangen. Genau, ist gerade in die Grundschule gekommen und einen Monat später kam Eva und dann war es alles ganz anders als geplant und hat sie natürlich ganz viele Sachen miterlebt, die sie sehr geprägt haben, die uns alle sehr geprägt haben, aber Esther natürlich im Alter von 6 Jahren aufwärts dann noch viel mehr. Ich hoffe einfach, dass sie irgendwann nicht mehr so viel Stress hat, dass es einfach irgendwann leichter wird alles. Nicht weinen. Mach ich nicht. Du weinst sehr wohl, ich sehe das doch. Ja, du kannst mich nicht anlügen. Du bist toll. Du bist auch toll. Und ich hab dich. Und ich hab dich. Welch Glück. Ja. Wie schön, dass du geboren bist. Und du erst, sonst würde ich ja gar nicht existieren. Und während Mutter und Tochter den Sonnenuntergang genießen, bringt die Krankenschwester Eva ins Bett. Und wieder wird sie neben ihr wachen. Die ganze Nacht. Damit sie eingreifen kann, wenn die Atemmaske verrutscht oder die Geräte Alarm schlagen.